Was mir nicht klar ist, warum die Kirche, ich könnte es vielleicht so erklären, die Kirche hat auf jeden Fall dankbar sein wollen, ungeachtet, dass sie selbst verfolgt würde, mehr oder weniger halt, dass der Bolschewismus nicht kam. Inwieweit kommt der Name die schwarze Sonne von SS? Was steht da wirklich dahinter oder war Ja, es nur ein das ist Zufall? eine sehr, sehr weit zurückgreifende Frage. Da müssten Sie, ich habe das, ist in wenigen Worten schwer zu sagen, aber es geht, die Wurzel geht auf Sumer zurück, auf die Sumerer in Kleinasien, aus der Zeit noch, also vor Babylon. Und zwar hat man da Tafeln gefunden mit Keilschrift, wo die zwei Sonnen, die weiße und die schwarze Sonne, also gemeißelt sind und die Erklärungen vorhanden sind. Und die schwarze Sonne ist das innere Licht, das Purpurschwarz, das dem Inneren leuchtet. Und die weiße Sonne oder goldene Sonne ist die Tagessonne, das ist die Exoterik. Und die schwarze Sonne ist die Esoterik, mehr oder weniger, aufeinander gebracht. Aber es ist weiter, es hat eine weitere Erklärung. Ich habe Jahrzehnte habe ich mit dem Begriff schwarze Sonne herumgeschlagen und bin immer wieder bis ich zur Wurzel kam. Wohin haben sich die Deutschen abgesetzt und wer hat das Ganze überlebt im Ausland? Überlebt? Ja, wer hat sich vor allen Dingen abgesetzt im Ausland? Naja, also abgesetzt, schauen Sie, das ist ein sehr schmutziges, heikles Kapitel auf einer Seite. Auf der einen Seite haben sich prominente Bonzen des Dritten Reiches, und zwar durch die Bank, also Parteileute, die haben sich, das war ein Fehler der Reichskanzlei mit Wissen Hitlers, dass die Gelder an die Parteileute gegeben wurden, die in der Schweiz deponiert werden sollten oder sonst wo, mit Schlüsselworten und entsprechend dann bei Bedarf abgehoben werden könnten oder sollten. Diese Leute sind alle verschwunden, Gelder sind in der Schweiz vorhanden, in Milliardenhöhe, aber es meldet sich niemand und es kann niemand beheben. Und um die Jahrtausendwende wird es wahrscheinlich dem Schweizer Staat anheimfallen. Ein Teil. Und ein anderer großer Teil von Mitteln wurde von diesen Bonzen, muss ich offen sagen, verschleppt und die sich dann bis ans Lebensende, soweit sie also gelebt haben oder noch leben, jetzt ihr Dasein gesichert haben. Anders war es mit uns bei der SS. Wir bekamen nur die technische Rettung der Dinge übertragen. Auch den Fall des antarktischen Stützpunktes. Und das war eine Angelegenheit der SS. Und die Sicherstellung der Flugscheiben und so weiter und der Geheimwaffen. Und jetzt verschrotten und vermodern die letzten Scheiben in den Anden, weil es gibt kein Material, kein Reparaturmaterial, nicht, weil auch kein Geld da ist. Ja, wir gehen jetzt gleich auf die Absatzbewegungen. Welche Absatzbewegungen hat es gegeben? Nach Südamerika, Antarktis, wenn Sie uns über die Absatzbewegungen ein Naja, die bisschen. Absatzbewegung ging größtenteils nach Südamerika. Wohin? Wohin? Ja, also auf Argentinien, Chile, Peru, überall hin. Überall hin. Und Auch Brasilien und. was hat es mit dem, jetzt kommen wir zu den Flugscheiben, sagen Sie uns kurz, was hat es mit der Absatzbewegung AKK auf sich? Über AKK bekam ich eine Verbindung über Graz. Drucker, der Verfasser von AKK ist Grazer. Und ich wollte ihn in Südamerika treffen, für ein persönliches Gespräch. Und ungefähr 2 Monate oder was vorher wurde er in Rio umgebracht. Wie ich schon sagte, aus meiner Umgebung sind 5 Leute umgebracht worden. Einer war auch der Drucker. Und ich hatte eine direkte Antarktis-Verbindung. Und zwar ein gewisser Ingenieur Huppermann. Ich kann den Namen alle ruhig sagen. Der Wuppermann hatte Verbindung mit
dem Reich und mit Wien aufrechterhalten, also mit mir, und kam so jährlich einmal herüber. Der war Verbindungsmann aus Argentinien in Buenos Aires und zwischen der Antarktis. Und wie er das letzte Mal bei mir war, also Wien war die letzte Station, dann ging ich zurück nach Buenos Aires. Und eine Woche darauf wurde er vor der Casa Rosada, das Innenministerium oder Polizeipräsidium in Buenos Aires, wurde er um 11 Uhr Vormittag erschossen. Und nun ist das eine Interesse vielleicht für Sie speziell interessant. Die erschossen wurde er um 11 Uhr Vormittag. Dann hat es bei der Bundesmarine einen Ingenieur gegeben, nach dem Krieg jetzt, in den 80er Jahren, der die Lenktorpedo an den Lenktorpedo mitgearbeitet hat, die wir am Ende des Krieges schon hatten, und wo wir laut Beschreibung in den zweiten Band einen ganzen Geleitzug noch versenkt haben, der verschwiegen wurde in der feindlichen Meldung, in den Meldungen. Bei uns konnte nicht mehr gebracht werden. Und der Ingenieur hatte ein separat, ich war bei ihm, er hat mir das gezeigt, und der strengste Auflage ist natürlich, den Mund zu halten. Und an Seitenarm der Elbe. Und da hat mir gesagt, er ist schon angegangen worden, das sind Agenten, die haben da schon was spitz bekommen, und man hat ihn schon angesprochen, und der hat natürlich die abblitzen lassen. Und da hat es dann gedauert, ist er um 11 Uhr, wo er in seiner Wohnung in Bergedorf, umgebracht worden. Wo ist das? Um 11 Uhr. Und wie mein Freund Karl-Heinz Prichter vom CIA umgebracht wurde. Prichter. Ja, so wie Pfarrer, also Prichter, Karl-Heinz Prichter. Wie der umgebracht wurde in Köln, war es 11 Uhr Vormittag. Überall hat die Zahl 11 eine Rolle gespielt. Also wenn hier nicht die Kabbala hineinspielt. Sie sehen, also es gibt auch bei den feindlichen Diensten einen Art Aberglauben. Und zumindest zeigt es auch auf die Hintermänner. Dass es auch auf die Hintermänner die Kabbalisten sind. Meine Frage ist, wo ist Akakor? Was wissen Sie über Akakor? Akakor ist im Norden, also war, ist nicht mehr dort, ist am Rio, wie ist das schnell, weiß momentan nicht auswendig, also südlich des Amazonas, an der Grenze zu Bolivien zu. Und die sind aber dort dann weg, und meines Wissens, aber keine Verbindung mehr, ganz nördlich vom Rio Negro. Wo liegen die Flugscheiben, die nicht repariert werden können, die Sie vorher... In den Anden. In den Anden. Weiß man da irgendwelche Gebirgszüge? Ja, wenn ich wüsste, würde ich es auch nicht sagen. Würden Sie nicht sagen. Aber es ist ein riesiges Gebiet, man findet es nicht. Aber ungefähr die Gebirgsketten oder was? Na, zwischen Ecuador und Chile. Ja, das ist ein großer Begriff. Das sind ein paar tausend Kilometer. Und auch nicht, also es sind nur zwei oder drei vorhanden. Und die sind also nicht auf einem Platz. Und die sind mit deutschen U-Booten dahin gebracht worden? Nein, die sind geflogen noch. Die sind noch geflogen? Sind noch geflogen. Die U-Boote konnten sie nicht bringen. Die haben die U-Boote begleitet. So, jetzt gehen wir. Die sind aus Norwegen nach in die Antarktis gefahren sind.